Tagchen, ihr Lieben, wir machen heute weiter mit dem Krebs. Prost, ich trinke kurz einen Schluck, damit meine Stimmbänder befeuchtet. Ja, machen wir Energie. Ja, wir machen Energie. Das wird die Märzlegung. Entweder bist du selber Krebs oder guckst als Crosswatcher. Auch hier, es gibt bei mir keine Outcomings, weil ich keine Wahrsagerin sein möchte oder bin. Beziehungsweise, sagen wir es mal so, ich werde keine Outcomings machen, die euch irgendwas tausendprozentig oder hundertprozentiger erzählen könnten von meinem Kartendeck, weil es eine Allgemeinlegung ist. Also von daher werde ich nur immer wieder darauf hinweisen, das Bewusstsein ein bisschen wahrzunehmen und alles andere dreht sich bei euch um das Thema Liebespartner. Heute sind sehr stürmische Tage. Heute ist der 16. Auf Mond guckt wieder direkt rein. Bei mir immer die Lage der Mond. Und Liebespartner bei euch. Die Energie. Die letzten Legungen waren, glaube ich, immer sehr... Ich muss mal den Kaffee wegmachen. Sehr auf euch bezogen, ne? Also es ging da mehr um euch, dass ihr euch findet, dass ihr euch traut, dass ihr zu euch findet oder auch das macht, was bei euch oftmals unterschätzt wird. Und dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Satz von davor weitergeredet habe. Keine Ahnung. Was haben wir denn? Ihr seid meistens bei mir immer oben und wenn ihr merkt, okay, das trifft doch eher auf die Situation zu oder auf die Person, die oben dann liegt, dann müsst ihr das umdenken, dann seid ihr vielleicht unten. Aber für mich spreche ich euch immer oben als Krebs an. Ja, man weiß ja nicht ganz, was los ist. Ich muss es auch hier sagen, ich werde jetzt nicht jedes Mal, obwohl ich es fairnesshalber auch instinktiv mache, nicht immer die Karten reinhalten. Es ist mir einfach zu stressig. Entschuldigt das bitte, weil ich komme sonst aus dem Fluss. Es ist 2 der Münzen. Ihr habt mit irgendwas, kommt ihr noch nicht so in die Vollendung. Ihr hängt in der Luft, würde ich jetzt mal als erstes sagen. Und entweder ist hier das Thema, dass ihr Geduld haben müsst. Wir haben hier, naja, ich zeige sie schon wieder rein, sag ja. Wir haben hier 7 der Münzen, dass ihr lernen müsst, Geduld zu haben, beziehungsweise kann es auch jetzt darauf hindeuten, dass es eine Zeit gibt, wo ihr für euch selber sagt, ich hatte jetzt einen langen Geduldsfaden mit dieser Entscheidungsschwere oder auch mit diesem Abwarten. Man wird sitzen gelassen oder man ist so in der Ungewissheit, ja, in so einer Luft hängt. Das kann es natürlich auch sein, dass ihr für euch jetzt sagt, nee, also wie lange soll ich denn jetzt da warten auf irgendwas? Ja, angezeigt wird, du bist jetzt auch schon so langsam in dem Modus, wenn jetzt nichts vorwärts geht, dann wehrst du dich. Wir haben hier 5 der Schwerter. Das ist immer so ein für den anderen sehr unverhofft. Aber das kann sein, dass du dann von dir aus die Schotten dicht machst oder dir selber sagst, jetzt werde ich aber mal wirklich, jetzt fahre ich mal aus der Haut. Das kann die Situation auch darstellen. Es könnte durchaus möglich sein, dass dir wirklich der Geduldsfaden hier reißt und du, damit du abschließen kannst oder auch meine Antwort bekommst, die du eventuell da bekommst. Ich dachte, das ist eine Spinne auf meiner Aloe Vera Pflanze. Da steht so eine dicke, die seht ihr nicht. Dass du dann wirklich deinen Mund aufmachst und eine leichte Explosion dein Gegenüber oder die andere Situation kriegt. Vielleicht ist dir momentan auch erstmal nur noch so explodieren zu wollen, aber das liegt hier schon so tendenziell, deine Ruhephase ist jetzt gerade so ein bisschen unterbrochen. Also da kommt jetzt so dieses sonst immer ruhig, sehr, sehr feinfühlig, aber jetzt kommt eben diese Kehrseite raus. Und ja, da tritt jemand als Ritter der Schwerter, also wirklich, verbal kann die Kommunikation jetzt wirklich bei euch stattfinden oder hat stattgefunden, das
sehr vieles rausgekommen ist, was eigentlich vielleicht nicht hätte rauskommen sollen, ja. Es war einfach nur so, dass du in dem Moment das loswerden wolltest vor Wut. Hier ist sehr viel Aktion, sehr viel Beleidigung könnte es natürlich auch sein. Dieses Unverständnis, dieser Geduldsfaden ist hier förmlich fast am Reißen, ist gerissen oder du bist mittendrin in dieser Phase. Und da wird wahrscheinlich in irgendeiner Kommunikation, ob es jetzt mündlich ist, weiß ich nicht, kann auch schriftlich sein, aber du hast jetzt hier die Faxendicke mit Ritter der Schwerter. Da kommt jetzt wieder dieses nicht mit mir. Also ich gehe drauf zu. Ich habe lange genug gewartet. Da ist so ein Knoten in Explosionsentwicklung, wenn es nicht schon passiert ist. Und es scheint dir wohl auch gar nicht leicht gefallen zu sein oder fällt dir auch nicht leicht, wenn das auf dich zutrifft. Denn deine Energie ist hier diese Stärke, die du jetzt wirklich für dich wiedergefunden hast. Und momentan, ich habe auch so ein Gefühl, dass du so im Aussortiermodus bist. Dass so manche Menschen gehen dürfen oder gehen sollen, eine oder mehrere Personen. Irgendwie sortierst du mit 5 der Schwerter auch gleichzeitig aus, weil du irgendwie die Schnauze voll hast, dass du jedes Mal warten musst auf irgendeine Entscheidung, bis ein anderer sich entscheidet. Und du bist immer so auf der Rückbank. Also du sitzt immer auf so einer Strafbank übertragenerweise. Und du wartest einfach hier 2 der Münzen immer so und denkst dir, nein, ich bin nicht der Vollidiot für dich, für euch. Und deswegen kommt hier die Kraft so rein. Ich lege mal auf 5 der Schwerter oder auch die Geduld interessiert mich. Die Herrscherin, ja, da war, oh ja, und ihr habt wieder den Eremiten. Also der ist euch bei mir zugeschneidert, der weiß ich nicht, was ihr mit dem habt. Der passt aber bei Krebsen irgendwie total gut. Es wurde einfach nicht das geerntet oder gefruchtet, was man euch vielleicht versprochen hat oder was du auch vorhattest für die Zukunftspläne. Die Herrscherin kam, der Eremit, 2 große Arkana, die wirklich auf meine Frage hin, warum wehrst du dich jetzt so und was hat so viel Geduld gekostet? Warum platzte der Geduldfaden? Also das kann dir durchaus, bloß weil ihr Liebespartner steht, hat das nichts damit zu tun, dass das die Energie von dem ist. Es kann durchaus sein, dass es auch Karriere beruflich sein kann, Kreativität, familiär. Aber du bist ja tatsächlich aus dem Eremitenstatus bei mir rausgekommen seit dem Januar. Ne? Da warst du ja wirklich fest drin. Und das zeigt einfach an, du möchtest oder hast erkannt durch dein Nachdenken oder wirst noch erkennen, der Prozess kann noch anstehen, dass du dieses, du fängst wirklich neu an zu überlegen und merkst durch deinen Eremiten oder wirklich dieses zurückgezogene, völlig alleine sein, meditieren, in sich kehren, wirklich alles nochmal gedanklich hochholen, gefühlsmäßig, wie viel Gefühl ist überhaupt noch da oder ist es Illusion? Das ist hier so wirklich dein Wegweiser. Wenn du da schon warst, dann hast du wirklich erkannt, da waren nur leere Versprechungen. Also Hohlfrunz kam da wirklich raus von anderen Personen, hat dich nicht befriedigt und das war auch nicht dein Plan, wo du hin möchtest. Also irgendjemand hatte hier was versprochen, wo du das selber erstmal erleuchten musstest oder es kommt die Phase noch, ja, sage ich mit Absicht jetzt selber. In Stärke. Deine Stärke wird sich ändern in, oder beziehungsweise auf was wird sich das jetzt in Zukunft so ein bisschen orientieren, wenn die Legung auf dich zu, oh, dass du auch mal Nein sagst und gehst. Das sind 8 der Kelche, dass du, egal was los ist, auch mal eine Situation verlassen musst. Also diese Karte habe ich auf Kraft für mich gedanklich gewählt in eurem Legung oder für dich als Krebs, du musst dich trauen zu gehen, Situationen zu verlassen, zu sagen, nein, passt nicht, ich möchte nicht probieren, egal wer mich überredet. Du wirst durch deine Stärke schon instinktiv im Gefühl haben, was für dich richtig ist und was nicht. Also da ist auch so ein Prozess, könnte auch dafür stehen, dass dich jemand gelenkt hat oder versucht zu lenken und weil du nicht mitgegangen bist, ist er gegangen. Andersrum kann es sein, du wirst jetzt immer noch gelenkt oder hast dich sehr, sehr lange lenken lassen und erkennst jetzt wirklich mit dieser Stärke, mein Weg sollte doch für die restlichen Jahre, die ich noch irdisch leben darf, anders gehen. Und du besitzt jetzt die Stärke und den Mut und die Kraft, einfach zu gehen, alles hinter dir zu lassen. Das ist wieder dieses Risikoding bei dir. Also das hat sich schön
ausgeschaukelt oder wird sich ein- und ausschaukeln, je nachdem, in welcher Phase du als Krebs bist. Ich leg mal, das war nur Luft, sorry. Ich leg mal auf die Herrscherin. Was, da blättert sich das um. Du wünschst dir mehr Stärke, mehr Kommunikation. Du hast sehr viel gesprochen oder man hat dir sehr viel versprochen. Das ist ja komisch. Ich kriege mit diesen zwei Karten, ich muss mal reinhalten, damit ihr meine Deutung jetzt versteht im Kopf, die ich einfach nur so habe zur Legung. Das ist so ein verfucktes Grinsen, Entschuldigung. Das ist so ein hinterlistiges Gelocke, als ob jemand mit Worten oder gar nicht so viel mit Gefühl, aber irgendjemand hat dich mit Worten in die Richtung gelockt, etwas fruchten zu lassen, ist aber nicht eingetroffen. Da war nicht viel Gefühl. Man hat dich wirklich um den Finger gewickelt mit Worten, die dich vielleicht imponiert haben, die dich eine gewisse Zeit haben fröhlich sein lassen, Sicherheit gefühlt, eventuell. Und jemand hat dir versprochen, wirklich da anzukommen, was du suchst, in dieser Fülle, in dieses Neun der Kelche. Kann aber auch ein totaler Blendungs, für mich König der Schwerter, auf diese Problematik, die ich ja, warum der Geduldsfaden gerissen ist, steht hier irgendwie eine sehr verherrlichte Manipulation. Ja. Eventuell auch weiblich. Also es ist hier gar nicht auszuschließen, dass eventuell hier auch eine Frau sehr viel mitgewirkt hat als Königin der Münzen. Kann auch für eine Mutter stehen, egal welche weibliche Person. Lassen wir dieses Verallgemeinere. Ihr wisst ja, wenn es zutrifft oder ihr in Resonanz geht, wen es betrifft. Es könnte tatsächlich dafür stehen, dass hier ein Pärchen eine andere Frau mitgemischt hat und du das nicht wusstest, zu spät erkannt hast, dass hier noch jemand Versprechen gehört hat, ebenfalls eingelullt wurde. Das ist immer noch der Problemprozess, ja? Nicht, dass ihr denkt so, hallo, ich bin doch Königin der Münzen, ich will doch machen. Nee, ihr liegt hier gerade zukunftsmäßig bei mir hier lang raus. Das ist jetzt wirklich die Problematik, warum der Geduldsfaden reißen könnte oder gerissen ist oder ihr noch drin steckt und so eine leichte Vorahnung haben könntet. Ein bisschen könnte es auch sein, dass man von euch mehr wollte. Also du, nehmen wir mal jetzt Königin der Münzen, dass du das sogar sein kannst, dass jemand von dir Sachen einfach nur nehmen wollte, die er für sich brauchte, phasenweise, aber nicht auf Dauer. Ob das Geschenke, Geld oder irgendwas hast du gegeben, womit man dich eingelullt hat? Oder hat dir auch wirklich dieses große Versprechen gemacht von Erfolg bis hin zu großem Geld, bis hin zu großen Gefühlen? Also irgendjemand war hier am Werk, der dir so ein Liebesschloss aufgestellt hat und du merkst das oder hast das gemerkt und drehst deswegen auch der ganzen Situation den Rücken zu. Ob du jetzt gefühlsmäßig oder kopfmäßig damit gehandelt hast, weiß ich natürlich nicht, ne? So, wir legen Ritter der Münzen. Ja, das passt ganz gut. Du warst dann hier Ritter der Schwerter, Ritter der Münzen. Also du prescht jetzt wirklich, wenn du in so einer Situation bist und selber mal entscheidest, nee, also leck mich mal am Arsch. Ich gehe jetzt und entscheide, wen ich mitnehme und lasse einfach die Sachen hinter mir, die mir nicht gut tun. Du bist jetzt wirklich auch in so einem Prozess so fast gewachsen, dass du wirklich mal jetzt so die Richtung anzeigst. Ob es gut wird, weiß man nicht durch die Ritter, ja, muss ich dazu sagen. Aber du gehst erstmal deine Wege und forscht einfach mal Wege, die du sonst gar nicht so geforscht hast. Für dich stand immer so Sicherheit sehr doll im Weg, dass du genau wusstest, wo du ankommst. Du bist aber jetzt hier irgendwie probierfreudiger und denkst dir so, naja, was soll mir noch passieren? Also, ich sehe hier kein Selbstmitleid, ich sehe wirklich Kraft, das selbst anzupacken. So nach dem Motto, naja, wozu brauche ich dich schon? So, also es ist ein guter Verlauf bei mir, ja? Ja, tatsächlich.
So, ich nehme mal für die andere Situation oder Person, lasse ich mal jetzt auch hintereinander ein paar Karten fallen und guck mir mal an, wie man war. Ich gucke mir jetzt nicht an, vom Kopf her interessiert es mich gar nicht bei euch, wie jemand jetzt ist, sondern wie er war oder was war, welche Situation. Also eine Person, die wirklich gar nicht mal so bescheuert ist, sehr weise, sehr klug, hohe Priesterin, ein geschickter Mensch liegt hier unten, ein mega geschickter Mensch, dem man vertrauen muss. Er hat quasi das Vertrauensschild auf der Stirn und deswegen ist es wahrscheinlich für dich sehr gefährlich gewesen. Kann auch wieder eine Mutter darstellen, eine Oma, eine Vertrauensperson, muss nicht familiär sein, eine Chefin, der man vertraut hat, eine Freundin, der man vertraut hat, ein Mann, dem man vertraut hat oder Firma, kollegial, was weiß ich. Die Kraft wurde durch die hohe Priesterin, also durch ihre Eigenschaften, so gut eingesetzt, dass du das gar nicht gemerkt hast. Dieses Langsame und Dolle war rechtzeitig eingesetzt von dieser Person, dass du das gar nicht mitbekommen hast, was mit dir da passiert. Deswegen hast du dich so in Geduld geübt. Dieser Mensch war geschickt, Sachen zurückzuholen und Sachen fortzubringen. Fortzubringen, die Wünsche zu erzählen, dieses Schloss zu bauen und zurückzubringen oder auch Niederlagen dir zu erklären. Sehr charmant, dass du dir keine Sorgen machen musstest. Oder du hast diesem Menschen auch geglaubt, ne? So, dann war das auch ein sehr störrischer Geizknüppel oder großzügig. Kann jetzt auch sein. Also die Kraft wurde hier perfekt in Perfektionismus eingeteilt, dass man wirklich, selbst wenn man Menschenkenntnis hat, eine gute Menschenkenntnis, dass man hier wahrscheinlich auch selbst erstmal in ein paar Phasen reingefallen wäre und dieser Mensch scheint geizig oder sehr großzügig gewesen zu sein. Genau wie mit der Kraft, dieses, ich gebe dir ganz viel und dann kommt eine Zeit lang wieder, ach, ich kann nicht, weil da irgendwelche Ausreden kommen. Und das ist so dieses, also 10 der Münzen hatte ich und wir haben hier 7 der Stäbe. Das ist ja auch dieser Tobsuchtsanfall, dieses, entweder hat dieser Mensch das dir offen gezeigt irgendwann, weil irgendwann kann man sich, glaube ich, nicht mehr zusammenreißen, wenn eine Person sich verstellt und auch irgendwas vorhat und mit sich selbst nicht im Reinen ist, dann bricht irgendwann diese Person aus, dann fällt die Maske und das ist bei diesem Menschen anscheinend dann auch passiert. Er konnte nicht das geben oder das Versprechen wurde nicht eingehalten. Und genauso wenig kommt hier so rein, auch ihm wurde es nicht so leicht gemacht, wie er dachte. Sagen wir es mal so. Du hast ihm das nicht so leicht gemacht, irgendwann, wie er dachte. Und deswegen kam so die Explosion vor. Ja, wir haben dann hier Page der Stäbe. So ein ganz, er probierte immer wieder, ne? Immer wieder andere Wege, neue Wege, sehr neugierig. Vielleicht immer alte Muster, aber nach anderem Schema. Das war so typisch dieses, würde ich auch sofort sagen, inneres Kindproblem. Da ist irgendwas nicht geheilt. Da hat man vielleicht Regeln in seinem Leben nicht kennengelernt, ernst genommen, Konsequenz nicht erlernt. Eventuell war man sogar öfter mal hier kriminell. In einer kriminellen Phase, weil das Kindliche, ich sehe das nicht aus den Karten, ja? Falls ihr gerade fragt, wo nimmt denn die jetzt von welcher Karte hier eine Kriminalität her? Das ist im Kopf. Das ist dieses Gefühl, dass nicht alles bei ihm gerade lief. Nicht, weil da 7 der Stäbe kommt, ganz und gar nicht. 10 der Münzen könnte auch heißen, ist ein reicher Mann, aber das ist für mich hier jemand, der die Konsequenzen im Leben nicht. Doch, er hat aber nicht daraus gelernt. Er hatte Konsequenzen. Es gibt ja wirklich Menschen, die kommen so durch. Aber das ist hier einer mit seiner Abwehr gegen Wehr, als ob er nicht schneit,
was er anderen Menschen antut. Und ihm wird es immer wieder so leicht gemacht. Und dieses gefährliche Hohepriesterin, ich weiß, würde man niemals gefährlich nennen, aber diese Begabung, die dieser Mensch hier hat, dieses machtvolle Vertrauen einsaugen schon fast und damit dann jemand in die Falle zu holen, weil er sehr spirituell, sehr belesen, kommt er mir rüber. Auch ein bisschen selbstüberschätzend, also sehr egoistisch bedacht. Aber ich meine, so eine richtige gestandene Type liegt, also egal ob männlich oder weiblich, liegt bei mir jetzt hier nicht vor, weil Page der Stäbe, wenn es die Energie jetzt ist, dann hat da jemand nicht draus gelernt. Ja, Page der Stäbe und er steht hier immer noch und guckt und glotzt und wo geht's weiter? Ja, er sucht sich immer neue Wege, drei der Stäbe. Wenn er eine Auswahl hat, dann entscheidet er sich für den nächsten kleinen im Kopf, wird den wahrscheinlich auch neugierig gehen, aber hier ist kein Fundament. Also bei dieser Person fehlt ein Fundament. Das kann auch sein, dass er immer wieder so hin und her lebt, so total ohne eine Basis, was natürlich auch Angst macht, wenn man hier so eine fehlende Sicherheit einfach hat. Ja, aber möchte die Stabilität, ne? Also sein Wunsch ist es trotzdem, in Stabilität zu kommen, vier der Stäbe. Und ja, Harmonie, Wunsch ist da. Auch bescheuert, ne? Wer hat denn Bock, sich zu streiten oder hasserfüllt durchs Leben zu rennen mit Personen? Reicht ja schon, wenn man 1, 2, 3 im Leben mal durch hatte. Möchte man auch nicht mehr. Aber das ist so eine Person, die vielleicht auch tatsächlich gerne dort ankommen würde, in die Harmonie. Und deswegen nimmt er diesen Kurs im Kopf auf, drei der Stäbe. Aber hier ist keine Fortführung. Hier ist keine Fortführung. Gedanklich möchte er dahin, aber ich habe das Gefühl, er weiß auch nicht wie. Und das liegt hier an der Person. Das würdest du wahrscheinlich auch gar nicht schaffen, ihm zu vermitteln, denn die Person muss selber das Geschehene verarbeiten oder selber auch einsehen durch gewisse Lernaufgaben, was mit diesem Menschen los ist. Der ist noch zu wankelnd hier oder auch die Situation ist sehr wankelnd. Hier ist nichts in, man könnte sagen, Fundament kommt, aber hier, ich kann nicht hier 20.000 Karten legen, bis ich was Schönes sage für euch, ja. Fundament steht einfach nur nicht. Also das, was er im Kopf hat und gerne auch selbst hätte und immer wieder da wahrscheinlich dran vorbeifährt mit seinem Schiff bei drei der Stäbe, das ist so unüberlegt dumm. Hier hat jemand irgendwie andere Ziele im Kopf, möchte Harmonie, aber weiß auch gar nicht, wie es geht, ja. Also, und du sagst, in dieser Situation hier mit mir nicht. Also du hast wahrscheinlich diesen Menschen oder die Situation durchschaut, familiär oder Liebe, gefühlsmäßig gucke ich mal, was bei ihm hier unten so los ist, was da nicht richtig ist. Ich kann doch nicht alle Karten nehmen. Na komm schon. Er verliebt sich sehr viel, sehr oft und Gnade. Der hat mit sich selbst noch nicht abgeschlossen. Der hat irgendjemandem auch in seinem Leben nicht verziehen. Und ich glaube, das wäre auch die Lösung für diese Person hier unten. Diese Person muss lernen, sich oder jemandem zu verzeihen, damit er mit sich ins Reine kommt. Da scheint sehr viel Wut zu sein auf irgendjemanden. Deswegen kann er das nicht transportieren. Dieses ganze Gefühlsleben, Chaos, dieses haben wollen und wieder wegstoßen, nicht diesen Weg finden, sondern mit Page der Stäbe immer so wirklich wie so ein Disco-Clown. Also so Manieren völlig, also im Kopf sind keine Manieren vorhanden und als hoher Priester stellt sich diese hohe Priesterin stellt sich diese Person wirklich als so eine Art, man ist sofort geflasht von dieser Person, weil da so viele Gegenteile sind, wo man sich denkt, haben so wenig Menschen oder habe ich noch nie empfunden oder habe ich noch nie bei dem Partner gesehen. Der macht das hier schon geschickt oder wenn es irgendwas ist,
macht es dieses Lebewesen sehr geschickt und muss aber, um anzukommen, selbst verzeihen können. Da ist irgendein Schmerz. Ja, jetzt gucken wir mal bei dir. Ja, auf den Wolken schweben. Du warst wirklich geblendet von der Personensituation oder familiär. Du warst bei irgendeinem Angebot, in Anführungsstrichen, sehr geblendet. Das, was man dir gesagt hat, dieses Vormachen, passt ja, Fantasievorstellung kam raus. Ja, das ist genau das, was ich hier empfinde, dieses... Wirklich dieses, boah, wo kommt, was ist das für eine Erscheinung? Wie geht das? Warum vereint diese Person alles? Und verspricht mir und klar glaube ich ihm, warum nicht? Eifersucht. Ja, das ist deine Problemkarte. Solltest du an Eifersucht leiden, dann auch hier ein bisschen dran mitdenken oder arbeiten. Kann natürlich auch sein, dass irgendeine Situation das jetzt hier nochmal verstärkt hat und vorgehoben hat. Wäre auch kein Wunder, ne? Wenn man hier auf Warteposition ist, wo man wirklich einfach nur zurückgestellt wird, ist man natürlich auch eifersüchtig, dass andere mehr Zeit mit dieser Person zu tun haben als du. Das kann, ist jetzt nicht wichtig, aber das Wichtige kam, was gut ist, du erkennst oder hast schon erkannt, dass dir hier wirklich was vorgemacht wurde und die Kraft liegt bei dir wirklich nach vorne raus, so dass du für dich sagst, dein Lernprozess liegt hier auf meinem Tisch. Lerne zu gehen, bevor es zu spät ist. Lerne zu gehen, auch wenn es am schönsten ist für die Illusion. Aber, oh Gott, jetzt hatte ich so einen Schluck auf. Ich muss einen Schnitt setzen, sorry, damit du Bescheid wisst. Lerne für die Illusion einfach auch, die selber in der Hand zu haben, dass du wirklich... So wie es hier auch rauskam, die Fantasievorstellungen selbst durchbrichst. Also du bestimmst über deine Vision, über deine Illusion, aber nicht ein anderer, der dich damit lenkt. Also das ist ganz gefährlich. Und ja, die Stärke Ritter der Schwerter und Ritter der Münzen ist wirklich so, du gehst da jetzt wirklich neue Wege mit viel mehr Power und Energie. Und du sagst dir wirklich so, also wenn ich nicht weiß, was passiert, dann werde ich es ja nie wissen. Also du lässt dich davon wirklich gar nicht abschrecken, aber du hast genug abgesessen. Das ist hier so die Message für dich. Du hast diese Warteposition, sollte jetzt langsam zu Ende gehen oder nimm die Zeit, die dir niemand zurückgibt, bestimmst du, ist deine Zeit. Die kriegst du gerade nicht zurück, nicht mal wenn du mein Video angeguckt hast gerade. Diese Zeit läuft, die gibt dir keiner zurück. Also auch wirklich schlau und weise für dein Bewusstsein ordnen. Liebespartner, sage ich auch hier, vielleicht nicht immer ins alte Schema reinrutschen, ne? Vielleicht auch mal was anderes ausprobieren. Stichpunkt Seelenpartner, nicht immer auf den Seelenpartner warten. Nein, 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 nein. Vielleicht kennt man meine Meinung da. Wird wahrscheinlich schwer, weil ich das ja nicht bei jedem Sternzeichen sage. Aber Seelenpartner sind für mich Prozesse, die wirklich nur sehr, sehr starke Leute, nicht, dass ihr schwach seid, aber da muss man schon Power haben und muss bereit sein, sich zu heilen. Beide. Weil beide öffnen die Wunden. Und Seelenpartnerschaft ist die Prüfung, das zu überstehen. Dabei kann es durchaus sein, dass einer fremd geht. Und trotzdem, wenn es Seelenpartner sind, bleibt dieser Mensch an der Seite und verzeiht es, weil da gewisse Konflikte herrschen sind, die aufzuarbeiten sind, die derjenige sonst immer wieder machen würde. Aber dadurch, dass ihr Seelenpartnerschaften seid, werdet ihr den gleichen Schmerz erleben wie andersrum, den ihr euch nicht mal im Traum wünschen wollt. Und das sind die richtigen Seelenpartnerschaften, ja, wo nichts versteckt wird, wo das gibt's nicht, dass man einfach nur klatscht und da finden sich zwei Leute und da wird nie was passieren. Wie langweilig. Entschuldigung, natürlich
kann es das geben. Aber Seelenpartnerschaften, sucht euch vielleicht wirklich mal jemanden oder Menschen, die eben auch mal nicht das gewisse Etwas haben, was ihr oder wo ihr immer rangerät. Ne? Vielleicht solltet ihr wirklich mal selbst den Kurs wechseln und sagen, ja, vielleicht brauche ich eine andere Ergänzung, damit es klappt. Oder vielleicht suchst du dir doch mal ein und lässt dich nicht immer suchen oder finden. Es kann so viel sein, aber trotzdem, du hast eine schöne Stärke hinten raus, wirst probierfreudiger und entscheidest so langsam auch über deinen Prozess. Und das war's für den März. Bleib gesund. Ciao, ciao.